Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all things and I hurt to my toes. Is this some shit that I can't let go? So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Der übliche Startpunkt, wenn es nach Süden geht, ist Herzogplatz, Zweibrücken. Ich fahre mit dem Rad zur Liebsten. Erstmal wahrscheinlich nach Beach. Dort kaufe ich was. Dann nach, ja, zum Kanal, der nach Straßburg führt. Und vielleicht schaffe ich es heute Abend noch durch Straßburg durch. Das wäre schön. Vielleicht fahre ich auch heute Nacht, weil es doch recht heiß wird. Wir werden sehen, die Tour wird sich entwickeln. Ich habe jetzt 3,7 Kilometer gefahren und es sind noch ungefähr 310 Kilometer bis zur Liebsten. Der Weg fügt sich so langsam. Ich bin jetzt durch Rolbin geradelt. Ich habe die Route durchs Hornbachtal genommen. Über Opperding, Rolbin, Dorst nach Waldsbronn. Und zwar hat das den Vorteil, da gibt es ein Stück zwischen drüben auf der anderen Seite am Schwalbach. Zwischen Wollmünster und Schorbach. Es führt ein ganz gutes Stück über die Höhe, ohne jeglichen Schatten. Und da hatte ich irgendwie Angst. Kann sein, dass das hier ein paar Höhenmeter mehr sind, aber sehr ruhiges Sträßchen. Und öfter mal Schatten. Ich glaube auch, dass ich jetzt bald alle Dorfbrunnen gefunden habe, die es in der Gegend gibt. In Rolbin zum Beispiel eben auch. Ich wusste nicht, ob ich die letzte Grenze überschreiten darf und das T-Shirt eintauchen und nass machen. Ich habe erstmal nur Kopf gebadet. In Dorst gibt es, glaube ich, auch wieder Wasser, vielleicht sogar Trinkwasser. Ich bin mir nicht sicher. Durst in Dorst. Oder Dorst in Dorst. Ich glaube, ich überschreite jetzt diese letzte Grenze. Sprich, ich mache das T-Shirt nass. Ja. Mach mal das T-Shirt mal nass. Boah, es ist kaltes Wasser, wie eiskaltes Wasser. Scheiße, was habe ich getan? Na, wenn schon, dann ganz nass. Und dann noch Kopf. Oh. Außerdem steht hier nicht dran, dass es kein Trinkwasser ist.
Das heißt, wahrscheinlich kann man es trinken. Ja, ach, das ist so blöd. Gut. Ich habe übrigens eben einen Fehler gemacht. Es war ja wahrscheinlich Trinkwasser, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich mir meine große Trinkflasche, die noch ungefähr halb voll war, mit diesem Wasser angereichert. Anstatt klüger wäre gewesen, die kleine in die große zu schütten und dann die kleine dieses Frischwasser zu machen. Aber das wird schon schief gehen. Es stand ja nicht dran, dass es kein Trinkwasser ist. Und das ist ja in Frankreich wohl auch mehr oder weniger eine Regel, dass das ausgezeichnet werden muss. Deshalb denke ich, das geht gut. Oh, guck mal da hinten, das ist doch auch toll. Ich komme, wir sind noch im Hornbachtal. Jetzt geht es flach Richtung Bitsch weiter und hinter Bitsch ist die nächste Quelle, wo ich sicher weiß, dass es Trinkwasser ist, bei Mutterhaus, also Motorhaus. Ja, das sind noch 20 Kilometer bis zur nächsten Quelle, wobei ich unsicher bin, vielleicht fahre ich auch eine andere Strecke. Erstmal nach Bitsch. Thank you.
Warum heißen die fünf Hüpfberge fünf Hüpfberge? Weil man eben fünf Hüpfer machen muss, um rüberzukommen zum Rhein-Main-Kanal von Norden aus. Ich bin jetzt bei Hüpfer 2 und gehe jetzt gleich da runter. Hinterm Baum geht es wieder runter, dann wieder hoch und da ist Niederaltdorf unten. Da habe ich immer Angst, hängen zu bleiben, weil das ist so eine Kerbe, unglaublich. Ja, aber danach geht es, glaube ich, zum Kanal. Ich habe nämlich ein, zwei Hüpfer umgangen, indem ich irgendwie von Zinseltal weitergefahren bin Richtung Gundershoffen. Hier haben wir Uhlwiller im Abendlicht. GoPro-Aufnahme stoppen. Mit 50 ging es bergab und jetzt im ersten Gang wieder hoch nach Niederaltdorf. Ist nicht weit, aber ja, liegt mir halt nicht dauernd hoch und runter. Sehnt man sich doch zurück ins Jura zu einem schönen Pass. 10 Kilometer nur berghoch, faire 9% Steigung. Und dann, ich weiß nicht, ob danach noch ein Hüpfberg kommt. Mommenheim bin ich dann am Kanal und im Zorntal. Oh, die Sonne senkt immer noch. Das T-Shirt ist noch nass. In Neuburg bei der Kirche war ein Wasserhahn. Da habe ich Wasser geholt und gleich, kluger Mensch, das T-Shirt eingenässt. Das verbotene Stück sind nur 200-300 Meter und da haben sie den Weg weggemacht. Wie ich das erste Mal gefahren bin vor Jahren, war da noch eine Straße durch, die macht so einen Zipfel jetzt. Ich hätte müssen rechts und dann wieder links auf die Hauptstraße. Aber bisher bin ich immer durchgekommen über den Acker nebenan und andere auch, sogar mit dem Auto. Es bleibt spannend, ich hoffe es geht. Ja, ich fahre nicht gerne auf Hauptstraßen. Wer tut das schon gerne als Radler? Seitdem sie sind gesperrt. Ja, es klappt, ich kann rechts rumfahren. Geschafft. 95, knapp 96 Kilometer in Hinter Mommenheim, Waltenheim heißt es hier, habe ich den Kanal erreicht. Pardon. Thank you.
Jetzt bin ich bei der letzten Wasserstelle vor Straßburg. In Straßburg gibt es auch noch Wasserstellen. Hier ist, ich weiß gar nicht, ist es noch Fendenheim? Jedenfalls hier ist ein Wasserhahn am Hafen, wo ich immer tanken kann. Und in Straßburg gibt es 2, 3 Wasserhähne irgendwo. Und danach wird es dann dürftig. Das heißt, ich muss, wenn ich in die Nacht reinfahre, bis, eine Weile durchhalten irgendwie. Aber ich habe ja jetzt voll. Sieht man mich in der Dämmerung? Kolmar sind es, glaube ich, noch 26 Kilometer. Ah, hier kommt ja ein Schild. Schild. Das ganze Ausmaß der Geschichte. Und zwar Kolmar 24. Was ich faszinierend finde, früher standen an diesen Schildern immer Basel noch ausgeschildert. Und zwar total falsch. Ich habe mich immer gewundert, hoch. Auf dem einen stand 100, auf dem anderen stand dann 105, das aber später und näher war, egal, die haben sie scheinbar abgemacht. Jedenfalls, ja, bin ich so um 1:30, 2:00, glaube ich, ins Bett gekommen, habe irgendwie ein bisschen unruhig geschlafen, aber ich habe irgendwie geschlafen und nun dürften es noch so ungefähr 140 Kilometer sein. Bis in den Aargau, 60, 70 bis Basel, was im Prinzip gut machbar wäre, aber es soll affenheiß werden heute, 35 Grad oder noch mehr, und da kann ich wahrscheinlich heute Mittag über mehrere Stunden nur noch japsend in der Hängematte liegen. Das heißt abwarten und gucken, was passiert. Aber auch hier bei dem Schild Basel weg. Früher stand da Basel dran. Erstmal geradeaus weiter. Hinter mir wird der Radweg gefegt, wie man an diesem Traktor sehen kann. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I'm
might grab a batter. Gekauft im Super Ü in Fessenheim. Dummerweise was Verderbliches von so einem Salat, von dem ich Angst habe, dass er auf den 4 Kilometern bis zu meiner Höhle, die ich mir am Rhein errichten will, dass er da durch die Hitze vergärt. Wie auch immer, es wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber es ist schon affenheiß. Ich habe mich jetzt, da ist ja der Wasserhahn beim Wohnmobilstellplatz, unweit von dem Supermarkt, in dem ich war. Und da habe ich nochmal das Hemd total nass gemacht, die Haube, mich selber. Und naja, ich sag mal es mal so, solange das Überstrippen von einem klatschnassen T-Shirt über den Körper noch wehtut und man irgendwie schreien muss, hat es auch eine kühlende Wirkung. Aber wenn man einfach so reinschlüpft, so wie ich, naja, dann hat es auch eine minimal kühlende Wirkung, aber Radfahren ist dann nicht mehr angezeigt. Ich habe jetzt beschlossen, von meiner Route, die ich normal fahre, am Kanal entlang, abzuweichen, weil da kaum Schatten ist. Zur Debatte stand der Hartwald, praktisch weiter westlich, oder die Rheinroute auf deutscher Seite. Hartwald ist halt auch, finde ich, deprimierend, weil da viele Denkmale sind von der Schlacht im Hartwald. Und da war ich neulich auch schon, muss ich nicht mehr machen. Und jetzt will ich über die über die Schleuse drüber nach Deutschland. Hier und bin gleich da. Und dann mir dort einen schönen Platz suchen, wo ich meine Beute verzehren kann. Ich habe nämlich Hunger, obwohl ich eigentlich den ganzen Tag nur gebaumelt habe in der Hängematte. Erst irgendwie hinter Neuf-Brisach, dann in Fessenheim. Und das war auch gut so, das ist bei dem Wetter Radfahren. Das T-Shirt ist jetzt schon wieder fast trocken nach 3-4 Kilometern. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs. Oje, da jetzt noch hinauf. Bei der Hitze ist wirklich jeder Anstieg, egal ob er noch so popelig ist, ist eine Herausforderung. Jetzt zum Wehr hinauf. Da. Ja, dritter Gang. Ganz langes Ding.
quer durch die Stromschnellen, das ist spannend. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. War so, ich bin wieder weitergefahren. Also die Schutzhütte war mir irgendwie ein bisschen zu schäbig. Weshalb ich gedacht habe, ach, fährst weiter, zeltest irgendwo. Naja, und dann war ein Baum quer, den konnte ich umtragen. Ein Kilometer weiter war der nächste Baum quer. Und dann habe ich mir gesagt, habe ich so nach hinten geguckt und die Blitze gesehen und über den Vogesen gedacht, nee, also. Ich fahre mal besser zu dieser Hütte, auch wenn es keimig ist. Baue das Zelt darin auf. So, sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Und übernacht hier und morgen fahre ich nach Bad Bellingen und melde die ungeschützten Bäume. Nee, suche mir irgendwie einen Weg nach Basel. Das sind ja nur noch 18 Kilometer vielleicht oder so. Aber eben, wenn Bäume quer liegen, ich kann, den zweiten konnte ich nicht umtragen. Es war hoch und ganz, der ganze Weg war belegt. Jetzt schlafe ich erstmal und dann
würde ich mal sagen, ich hatte auch wieder Glück im Unglück mit Unterstellen und allem. Es hätte mich auch können mittendrin erwischen, das Gewitter. Und dann wäre ich jetzt klatschnass. Oh. Guten Morgen vor meiner Hütte, direkt am Rheinufer, schöne Schutzhütte gefunden. Das war auch Glück, ich wollte eigentlich in die Nacht reinradeln, das wäre auch gut gewesen, aber das Unwetter, das war über 10 Kilometer hier, Radweg bin ich noch geradelt, da lagen überall die Fetzen rum auf dem Weg und dann kamen auch die ersten Bäume. Den einen konnte ich ja umtragen oder umschieben und der zweite war so schlimm, da wäre ich ohne Kettensäge nicht durchgekommen. Das heißt also, es kommt nächstes Mal unbedingt eine Kettensäge mit aufs Fahrrad, die passt hinten auch noch drauf. Die kleine Stiel, die Carving-Säge und Spaß beiseite. Hier so sieht meine Hütte aus, da habe ich das Zelt fertig aufgebaut. Ich habe ziemlich gut geschlafen, aber Beton ist doch hart als Untergrund, selbst mit Luftmatratzen-Isomatte. Heutiger Plan, wie gestriger Plan, ankommen. Und zwar bei der Liebsten. Das sind jetzt nur 80, 90 Kilometer. Ich radel erstmal, bis es anfängt zu regnen oder guck dann in Bad Bellingen erstmal, wie ich überhaupt hier rauskomme. Denn ich denke, Holzfäller sind so früh noch nicht unterwegs. Ich habe die Baumumsturzstelle mal umfahren. Am Rand von Bad Bellingen vorbei ging es, also hinterm Klärwerk, dann rüber und hatte dann noch überlegt, ich fahre nach Bad Bellingen und melde das und frage mal, ob der Weg frei ist, weil es gibt irgendwie keine verlockende Alternative. Nun ja, jetzt sieht man das Ausmaß, dass hier doch nicht unbedingt frei ist. Bin unsicher, ob ich weiterfahren soll. Gehen wir mal davon aus, dass es sich in der Regel um solche kleinen Gestrüpp handelt, nicht wie bei meiner Blockade beim Kieswerk. Da wäre ich nicht durchgekommen. Das war 2 Meter hoch Gestrüpp und zwar gänzlich über den Radweg. Dann kann ich es riskieren, hier weiterzufahren. Ich habe nämlich echt keinen Bock, über den Isteinbrocken zu fahren. Puh. Der Bahnhof bringt mich natürlich jetzt auf eine Idee. Doch, das ist so einer dieser Morgen, wo ich richtig glücklich bin, an dem ich also Radfahren macht mich einfach glücklich. Auch bei Sudelwetter, Sturm, Wind, Hitze, Regen. Ich glaube, das ist diese simulierte Lebensquerelenabwechslung, würde ich es mal nennen, die
beim Radfahren so, es ist eine untergeordnete Ebene unter dem richtigen knallharten Leben, wo einem ja nichts geschenkt wird und man kämpfen muss. Und beim Radfahren ist es so eine spielerische Simulation der Umbilden, habe ich so den Eindruck manchmal. Da ist alles dabei halt. Angst, Freude, Schmerz, Überanstrengung, dies und das, sich abrackern, alles hat das Radfahren mit sich drin. Und deshalb habe ich das wahrscheinlich so gerne, weil es eben um nichts geht. Ich kann jederzeit in den Zug steigen oder mich gar abholen lassen von jemandem. Und in dieser Simulation erkennt man halt auch leicht, dass es wieder gute Momente geben kann. So wie jetzt halt. Vorhin hat es noch geregnet. Ich habe in der Metzgerei rumgehockt. Und jetzt ist wieder schön trocken und das Wetter sieht auch stabil aus. Die Gegend ist schön. Und eben dachte ich auch, ey, das war ja so ein Glück, dass dieser scheiß Rheinradweg jetzt blockiert ist. Weil sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, hier durchs Hinterland zu radeln. Und der Rheinradweg, das ist echt so ein langweiliges Stück Radweg, das glaubt man nicht. Ich bin den ja schon geradelt, ich weiß nicht, ich glaube durch ganz Baden-Württemberg auf dem Rheinradweg, immer auf dem ungeteerten Deich. Das Einzige ist, sind ein paar Kleinodien, irgendwelche Stromschnellen erinnere ich mich, und eben ansonsten nur diesen blöden Damm entlang radeln. Und jetzt ist mir klar geworden, dass genau das mich auch abgeschreckt hat, meinen Plan, ums Land Baden-Württemberg anzugehen, weil ich im Kopf immer auch diese 200 Kilometer Rheinradweg als ein Muss gesetzt hatte. Aber ich werde sicher nicht den Rheinradweg nehmen, sondern werde mir solche Routen wie hier suchen. Das Netz heißt übrigens Bewegt, glaube ich. Bewegt. Das ist immer mal hier aufgesprüht auf die Straße. Also das Radnetz heißt Bewegt, ist die Zugsache. Egal, da werde ich mich irgendwie demnächst schadlos halten und eine neue Route ausarbeiten ohne Rheinradweg. Dann kriege ich vielleicht auch Lust, hier ums Land zu radeln. Das ist ja also der Isteinklotz. Es gibt da eine geheime Akte von vor vielen, vielen Jahren. Da war ich vielleicht noch nicht 20 oder so 25, keine Ahnung. Jedenfalls Papa und sein Freund J, der Filmemacher, waren ja immer auf Schatzsuche und sind solchen Hinweisen nachgegangen, insbesondere auf so alte Bunkeranlagen. Und da haben sie die im Istein auch auf dem Schirm gehabt. Und ich weiß, dass sie über die Bahnlinie durch den Tunnel gewandert sind bis zu einem geheimen Eingang, in den Istein reingegangen sind, durch die Betonschutthalde durchgelaufen sind. Und es war unheimlich. Ich bin dann irgendwann, habe ich abgebrochen, an der Stelle, an der man wieder raus konnte, unter einer zugemauerten Öffnung hindurch, wo sich auch schon jemand durchgegraben hatte, und habe mich in den Weinbergen südlich vom Istein dann irgendwie aufgehalten. Ja, das war jedenfalls meine Erinnerung an den Istein, und das ist aber auch wirklich ein Klotz. Die Bunkeranlage muss wohl so gestrickt gewesen sein, man kann mit dem Zug hineinfahren in den Tunnel. Dort
bequem anhalten, ein- und ausladen, was auch immer. Und eben eine sehr sichere militärische Anlage sozusagen. Muss man sich mal vorstellen, heute kämst du da nie durch den Tunnel rein. Das wäre ja irre mit den Schnellzügen und so weiter. Jetzt radel ich auf einem schönen kleinen Radweg unterhalb vom Klotz. Ich habe schon befürchtet, ich muss drüber radeln, aber es geht hier. Sehr angenehm. Was ich noch sagen muss, ist, dass vermutlich mein Projekt ums Land Baden-Württemberg aus Versehen begonnen hat heute Morgen. Ich hatte es vorhin im Video, glaube ich, schon erwähnt, dass ich mich abgeschreckt hat, die Langeweile des Rheindammfahrens, und ich deshalb das auch als Großelement, als Großvision für mein Bavü genommen habe, wo ich dachte, boah, will ich mir das antun? Nein, will ich nicht. Und jetzt, wo ich die Bypasswege entdeckt habe, jenseits vom Rheindamm, fühle ich mich ein bisschen wohler. Die Sache wird also abwechslungsreicher und ich kann es angehen. Ich nehme jetzt die Strecke ab Neukems, sagen wir mal, das ist der offizielle Startpunkt, bis Bad Säckingen, mal offiziell als Prolog für ums Land Bavü, Prolog by accident sozusagen. Zweite Bücherschrank hier im Dorf, gerade mal 100 Meter entfernt, Effringenkirchen. Und irgendwie dieses Idyll, da setzen sie einem dann so ein Betonwerk oben drüber, das den Berg abgräbt. Thank you.
Also die zeigen einem ja hier schon, wo der Hammer hängt. Mit ihrem Slogan Stadt der Stühle. Geile Sache. Hier alle 50 Meter so ein Stuhldreh-Dingsi. Jetzt aber der letzte Stuhl noch. Ich kann die ja nicht alle füllen. Ich irre ein bisschen umher, aber nach Rien sind es jetzt 4,5 Kilometer und da muss ich hin. Mal gespannt, wie mich dieser Weg hier führt. Er ist ausgeschildert. Eigentlich muss ich zwischen den beiden Türmen da durch, die da vorne sind. In Herten komme ich ja öfter durch auf der Tour mit dem Rad zur Liebsten und jetzt ist ja bei Accident mir ums Land passiert, sprich es hat irgendwie begonnen aus Versehen, dass ich um Baden-Württemberg radel, so bewusst und dann gucke ich anders hin und dann fallen mir Dinge auf, wie dieser Park hier, da war ich ja schon oft in dem kleinen Laden hier nebenan und
Der Park ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. Ich war immer auf der Durchreise. Und jetzt bin ich mehr in der Reise. Und ja, es ist doch ein Unterschied, in welchem Modus man im Kopf auch unterwegs ist. Ne? Man kennt sich schon langsam, die Hängematten-Baumelplätze. Hier hinter Herten habe ich einen. Der ist sehr schön, der ist irgendwie, da könnte man in Reihe und Glied könnte man da 30 Hängematten hinhängen. Also falls man mal zu 30 unterwegs wäre. Ich bin aber allein jetzt und ich baumel jetzt ein bisschen und mache eine Mittagspause. Also die Hängematte ist ja wirklich ein Allrounder, was das Leben angeht. Man kann drin schlafen, man kann drin essen und man kann hier seine Lebensmittel irgendwie sortieren. Die rutschen halt dann immer nach, was man oben hinlegt und rutscht dann nach und nach nach. Aber ich wollte das einfach mal zeigen, dass man hier wirklich viel machen kann. Vielleicht kann man auch eine Bücherei oder eine Fahrradwerkstatt hier einrichten. Gefragt vom Brunnen in Karsau. Ich habe schon den Verdacht gehabt, dass man dieses Wasser eigentlich trinken kann. Das ist so klar. Aber es steht halt kein Trinkwasser dran. Es ist einfach ununtersuchtes Wasser. Naja, sie sagte, man kann es trinken. Und ich habe jetzt auch 3 Testschlucke gemacht. Das heißt, in kurzer Zeit werde ich wissen, dass das nicht stimmt. Oder halt, stimmt. Ja. Das war jetzt das spezielle Stück Bundesstraßenüberquerung. Was ärgere ich mich hier immer über dieses Scheißding ohne Zebrastreifen, ohne Ampel, ohne irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel Mann Radlerminuten da schon abgewartet werden musste, bis man diese blöde Straße überqueren darf. Wie wird der Strom transportiert? Mit dem Fahrrad natürlich. Ah nee, Erdkabel und Leiterseile.
nicht Fahrrad. Schau mal, ob da eine Badestelle ist. Vielleicht ist da ja ein Innenhubs in den Rhein. Bisschen dreckig, aber also nicht dreckig, brackig, aber sieht gut aus. Hey, das ist ein richtig schöner Park hier. Ein bisschen weiter nach hinten, weil da gerade Leute ankamen und ich keine Lust habe, die Badehose rauszukramen. Also verziehe ich mich zum... Oder ich lasse es sein mit dem Baden. Oder ich gehe da rein zum Nacktbaden. Handys. Das habe ich entdeckt. Das ist schwer zu sagen, was das ist. Schwer zu sagen. Es ist also irgendwie, sieht aus wie sowas. Ein Oberteil von eine Geige oder irgendwas, also das, was an dem Griff dran ist. Und aber das ist fest im Boden drin. Eine Schiffsverankerung höchstens. Ein erfrischendes Linnhubs war das, also ein Hineinhüpfen in den Rhein. Und jetzt bin ich auf dem Wanderweg, statt auf dem Radweg, der weiter links führt. Bin gespannt, wo der hinführt. Ich habe gerade gedacht, bei diesem Bad, es ist ja immer noch unheimlich warm, also ich fahre seit heute Morgen im T-Shirt, ich habe null gefroren, nie, es hat geregnet, es hat alles und eigentlich ist man in einem immer feuchten Zustand gelandet. Ich bin jetzt hingehupst und wieder raus und habe mich mit dem T-Shirt hier abgetrocknet, also eigentlich nur grob abgetupft. Und alles ist irgendwie ein bisschen feucht, aber nicht unangenehm. Ah. Ja, es ist eine Ausnahmetour auf jeden Fall.
Crashkurs im Brückenbau. Ja, und wir werden beobachtet. Hier. GoPro-Aufnahme stoppen. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. So, ich bin in der Schweiz. Es regnet. Das ist mir recht. Ich habe es vorhin irgendwie entweder als Tröd geschrieben oder auch aufs Band gesprungen, dass es eigentlich fast egal ist. Mit dem Regen, weil es so abartig warm ist, dass der Regen, also dass wenn man nass ist, es nicht unangenehm wird. Außerdem nieselt es auch nur. Es ist, wie ich gern so schön sage, ein angenehmer Fahrregen. Auf ins Fricktal. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Oh.
Vorabnahme stoppen.